Mitten in Berlin, dort wo sich die Straße unter den Linden Richtung Norden verliert, steht ein großes Theater an einem kleinen Platz. Ein Ort wie viele, könnte man meinen, aber es muss etwas Besonderes an ihm sein. Fünfmal in 100 Jahren wurde der Platz an der Volksbühne umbenannt. Lange Zeit war er die übelste Gegend Berlins, das Verbrecher-Eldorado, der Unruhebezirk Nummer 1. Hier wurde um große Ideen gerungen und um Leben und Tod gekämpft. Hier ging es um Weltanschauungen und Verbrechen, aber auch um Kunst, Kino und Theater. Heute heißt das Carré vor der Volksbühne Rosa-Luxemburg-Platz. Die Vergangenheit sieht man ihm nicht an. Nur manchmal kommen Geheimnisse aus seiner Vergangenheit ans Licht. Einige davon erzählt dieser Film. Berlin-Mitte, Almstadtstraße 16. Hier bekommt Stefan Lux 1997 eine Wohnung. Also am Anfang wusste ich gar nichts. Ich habe hier schichtenweise Tapeten mit dem Spachtel entfernt und habe das erst überhaupt nicht gecheckt. Also, und dann irgendwie so gesehen, Moment mal, das ist irgendwie, die Wand ist ja ganz schön und da ist diese Bordüre. Und dann habe ich irgendwo ganz zart da diesen einen kleinen Davidstern gesehen. Und dann gesehen, das sind immer mehr. Ja, dann waren die auf einmal da und wir waren dann auch ganz aufgeregt. Wir haben dann noch im Flur, im Badezimmer und in der Küche schichtenweise 8 Schichten Tapete runtergekratzt. Und beim Tapetenkratzen war dann immer dieses Gefühl, was kommt jetzt noch? So in der Küche. Tagsüber mal geklingelt und dann, wie das so ist, dann geht man halt irgendwie zur Tür und denkt, da will schon wieder jemand Werbung einwerfen. Und dann war das ein älterer Herr, der halt meinte, er möchte mal in den Hof. Und dann meinte ich, ja, warum denn? Und dann meinte er so, ja, er möchte seine Schule angucken. Und dann hat er mir erzählt, dass er früher in der Nähe gewohnt hat und halt hier immer zum Beten hergekommen ist. Dieser Raum hier war quasi der Raum für die Frauen zum Beten, weil die dürfen ja nicht in den Hauptbetraum. Die haben dann hier ihren Raum gehabt und hatten die Fenster als Emporenersatz. In dem Stockwerk drüber war eine Talmudschule und deswegen hat er halt gesagt, er wollte seine Schule angucken, weil er hier im Haus immer zur Talmudschule gegangen ist. Als im Haus noch eine Talmudschule war, hieß die Straße vor der Haustür nicht Almstadt, sondern Grenadierstraße und war das Zentrum der Ostjuden in Berlin. Hier leben die Zuwanderer aus Polen, Galizien und Russland, denen Geld oder Papiere zur Weiterreise nach Amerika fehlen. Der Fotograf Abraham Pisarek hat sie festgehalten. Diese Grenadierstraße, die es zu meiner Kindheit gegeben hat, gibt es einfach heute nicht mehr. In dieser Straße und der ganzen Umgebung wohnten lauter Leute, die nicht viel Geld hatten, die gerade mal so über die Runden kamen. Mein Vater war also Schildermaler. Er malte für die einzelnen jüdischen Geschäfte in der Grenadierstraße und in der Umgebung Kolonialwaren oder Fisch oder Geflügel oder Bäckerei. Tür an Tür mit den jüdischen Geschäften gibt es Trödelläden, Puffs und Kneipen von kleinen Ganoven. Grenadierstraße 7, unten an der Ecke, war die Kneipe von Julius Miegel. Dessen Laden ging natürlich gut und sonnabends, sonntags war da
toll war es los. Sonnabends kamen dann immer die Stammkunden und dann wurde Klavier gespielt in einem der hinteren Räume bis zur Mitternacht und ich lag nur gegenüber schon im Bett und sollte schlafen, aber ich konnte nicht schlafen, denn ich hörte natürlich die Musik von da unten und fand das hochinteressant natürlich, nicht? Und naja, da gab es natürlich viel, die nachher also ziemlich blau waren und grün durch die Gegend grölten. Es gab auch Damen des horizontalen Gewerbes, die da auf waren, die jeden Tag unter der Laterne standen, die an unserem Haus angebracht waren. Und ich lag also bis zum Bauchnabel zum Fenster raus und wollte immer furchtbar gerne hören, was die sagten. Aber es ist mir nie gelungen. Ich hab's nie mitgekriegt. Und zu Hause wurde darüber natürlich kein Wort verloren, Gottes Willen. Das war für uns aber selbstverständlich, als Kinder mal guckt. Ja, da kam so eine Dame mit einem Hund vorbei, ja. Aber das war für uns ganz normal, dass du hier in dieser Umgebung wohnst, ja. Das war nicht was Besonderes, ja. Du wusstest, dass auch solche Menschen wie du, ja. Aber es war eine verrufene Gegend. Auch die Leute, die hier in der Gegend gewohnt haben, waren alles Arbeiter oder Schneider, Schuhmacher und Bügler. Einmal die Woche, zweimal die Woche kam ein Auto vorbei, hielt an mit Bananen. Und allgemein war das so, dass die Leute geschrien haben, kauf Bananen, die waren schon ganz gelb, ja. 2, 3, 4, ein ganzes Dutzend, ja. Nur billig, kauft allen, ja. Das Viertel ist berüchtigt und längst auch berühmt. Hier zeichnet Heinrich Zille um die Jahrhundertwende sein Milieu. Hier kauft der Hauptmann von Köpenick die Uniform für seinen historischen Raub. Hier lebt das sogenannte Lumpenproletariat neben jeder Menge fragwürdiger Existenzen. Das Zentrum von Berlin wächst immer näher an die arme Leute-Gegend heran. 1900 endet die stolze Kaiser-Wilhelm-Straße direkt an der traurigen Hirtenstraße. Das Scheunenviertel, einst ein Lagerplatz für Heu und Stroh vor den Toren Berlins, wird zum Sanierungsfall. Die alten Scheunengassen werden abgerissen. Dort, wo die kleinen Häuschen standen, gabelt sich nun die Kaiser-Wilhelm-Straße zu einer Dreiecksfläche. Es ist die Grundgestalt des heutigen Rosa-Luxemburg-Platzes. Aber sein erster Name ist Babelsberger Platz. Berlin hat Großes mit ihm vor. Die Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs ist um die Jahrhundertwende nach London, New York und Paris die viertgrößte Stadt der Welt. Die U-Bahn wird gebaut, die Borsigwerke produzieren Lokomotiven. Berlin ist voller Menschen, die nach getaner Arbeit etwas erleben wollen. In der Zeit ohne Kino und Fernsehen bleibt aber nur Theater. Weil für einen Arbeiter der Eintritt teuer ist und die Stücke nicht unbedingt verständlich, entsteht die Idee, ein eigenes Theater zu bauen. Ein Haus für jedermann, eine Bühne fürs Volk. Der Verband Freier Volksbühnen gründet einen Baufonds. Innerhalb von 2 Jahren sammelt er 500.000 Mark. Aber das reicht noch nicht. Flugblätter werben um mehr Spenden. Errichtet werden soll das Volkskunsthaus auf dem brachliegenden Platz inmitten des alten Scheunenviertels. Die Idee kommt an. Pfennigweise spenden die Arbeiter. Im September 1913 ist Grundsteinlegung. 2,5 Millionen Mark sind zusammengekommen. Der preußische Staat gibt noch 2 Millionen dazu. Der ungarische Architekt Oskar Kaufmann baut das Theater. 2000 Menschen haben darin Platz. Aber das ist im Wesentlichen mit Arbeitergroschen errichtet worden und ist darum auch monumental, wie es die Bildungsauffassung der deutschen Sozialdemokratie war, als ein Tempel mit Säulen und so, ganz im Sinne einer Weihestätte, in der es um die höheren Werte geht,
errichtet worden. Weshalb es natürlich auch völlig klar ist, warum die Volksbühne als Bau dort in diese Region gestellt wurde. Freilich als ein Fels der Bildung und der Kultur in der Brandung gewissermaßen. Als die Volksbühne 1914 eröffnet wird, hat der Erste Weltkrieg bereits begonnen. Es fehlt das Geld zum Weiterbau. Am Bülowplatz, wie die dreieckige Fläche inzwischen heißt, bleibt die Volksbühne das einzig neue Bauwerk. Um sie herum gibt es nur Brachflächen, Bretterbuden und eine Geflügelbörse. Dazwischen aber macht Max Reinhardt revolutionäres Theater. Auf der Bühne stehen Berühmtheiten wie Ernst Lubitsch, Hans Albers, Heinrich George und Helene Weigel. Draußen auf den Stufen der Volksbühne sitzen die Arbeitslosen. Erst 15 Jahre später bekommt ein Architekt der neuen Sachlichkeit einen Bauauftrag, Hans Pölzig. Seine Wohnhäuser sind ohne Ecken und Kanten, mit Zentralheizung und Tiefgarage. Ende der 20er Jahre eine Sensation. In einem der Häuser bringt er ein wunderschönes, farbenfrohes Kino unter. Das Babylon, mit Bühne und Orchestergraben. Entscheidend für das Schicksal des Platzes aber wird das Jahr 1926. Die Kommunistische Partei zieht in ein Fabrikgebäude neben der Volksbühne. Damit auch jeder weiß, worum es den Kommunisten geht, überziehen sie die Fassade mit Spruchbändern. Das Gebäude nennen sie nach ihrem 1919 ermordeten Parteigründer Karl Liebknechthaus. Es gab ja sehr, sehr viele Parteien. Ja? Es gab die Pfeilkreuz, ja, die mit drei Pfeilen, Sozialisten, es gab die Kommunisten. Ja? Und auch wenn man im Grunde genommen haben, und jeder eine hat versucht, die Jugend anzulocken. Ja? Damals war es selbstverständlich. Also auch als Kind hatte man sozusagen ein breites Spektrum als Angebot. Und ich habe mich aus familiärer Atmosphäre heraus entschlossen, Mitglied der Roten Jungpioniere zu sein. Heinz Maron ist 8 Jahre alt, als er der Kinderorganisation der Kommunistischen Partei beitritt. Auch der Rotfrontkämpferbund, die Wehrorganisation der KPD, hat regen Zulauf. Die Mitglieder sollen Veranstaltungen der Kommunisten vor Überfällen schützen. Ende der 20er Jahre werden politische Meinungsverschiedenheiten selten friedlich ausgetragen. Wie die Straße zur Kampfarena wird, zeichnet der Amerikaner Jason Lutz 2001 in seinem Comicroman Berlin, steinerne Stadt. Anziehungspunkt für Idealisten, Arbeitslose und Abenteurer ist das Karl-Liebknecht-Haus. Hier spricht Ernst Thielmann zu Demonstranten. Er ist Vorsitzender des Rotfrontkämpferbundes. Wer Mitglied ist, trägt Uniform und hebt die Faust zum Gruß. Ich stamme aus einer bürgerlichen Familie, die preußische Vorstellungen hat. Und so bin ich auch erzogen worden. Und man wusste natürlich von Kommunisten, dass es Kommunisten gibt und eine kommunistische Partei. Aber damit hatte man nichts zu tun. Und infolgedessen wurde darüber auch gar nicht diskutiert. Aber dann, wie ich Jugend war, kam es dann zu Straßenschlachten. Man schlug aufeinander ein. Wenn die gesehen haben, dass eine Gruppe zusammengeht. Berlins Unruhebezirk Nummer 1 nennt die Presse die Gegend um den Bülowplatz. Regelmäßig liefern sich Kommunisten mit Angehörigen der nationalsozialistischen SA bürgerkriegsähnliche Straßenschlachten. Die Leute türmten über die Dächer. Und bei uns war ständig was los. Die Kugeln flogen, die Polizei brüllte Fenster zu, gehen Sie vom Fenster weg. Die Polizei geht konsequent bei Straßenschlachten vor und trifft auch unbeteiligte Passanten. Ich habe also noch eine Erinnerung, die berittene Polizei, die war ja da bei uns stationiert und die sind dann immer ausgeritten, wenn dann die Auseinandersetzung auf dem Bülowplatz zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten war. Und dann mit ihren verlängerten Jummi-Knüppel von oben runtergehauen und einer hat mich da auch erwischt. Bei den Straßenschlachten mit der Polizei gibt es wieder und wieder Tote. Allein am 1. Mai 1929 sterben in Berlin 33 Menschen. Der Tag geht als Blutmai in die Geschichte ein. Der Hintergrund ist ja der, dass Polizei ja da
nicht nur zum Blutmai, sondern auch zu anderen Anlässen viele Beteiligte und Unbeteiligte erschossen hat. Die Polizei hat ja geschossen. Ein Mordfall jener Zeit wird noch Jahrzehnte später besondere Bedeutung haben. Im Mittelpunkt steht Polizeihauptmann Paul Anlauf. Er wohnt mit seiner Familie ein Stockwerk über der Polizeiwache vom Revier Nummer 7. Ja, mein Vater hatte einen Spitznamen. Er war sehr groß und irgendeiner von der Kommunistischen Partei nannte ihn dann eben der Schweinebacke. Wahrscheinlich, weil er zu kräftig und ein bisschen dick war, um es deutlich zu sagen. Es ist der 9. August 1931, Tag der Reichstagswahlen. Am Vorabend ist wieder ein Arbeiter erschossen worden, Fritz Auge, 18 Jahre alt. An einer Hauswand entdeckt die Polizei eine Morddrohung. Für einen erschossenen Arbeiter fallen 2 Schupo-Offiziere. Ich war zu Hause als 11-Jährige, kann mich genau besinnen. Und mein Vater kam dann abends noch mal rauf, eine Treppe höher in die Wohnung und sagte also selbst, dass wir möglichst nicht an Fenster gehen sollen, sondern wenn wir merken, dass da Steine oder laute Rufe sind, sollen wir uns im Korridor aufhalten. Es ist kurz vor 20 Uhr am Sonntagabend. Als Reviervorsteher Anlauf mit seinen Polizeikollegen Willig und Lenk noch einmal zur Kontrolle auf den Bülowplatz geht. Tochter Dora spielt oben in ihrem Zimmer. Von einer Schießerei hört sie nichts. Da ist zwar ein älterer Polizist, der mich dann so an der Hand nahm und zu mir sagte, musst du mal schön artig jetzt sein. Und ich voll Entrüstung gesagt habe, ich bin immer artig. Wie eben Kinder mit 11 Jahren wahrscheinlich antworten, nicht? Wahrscheinlich dachte er, man kann mich irgendwie trösten. Also er wusste, dass mein Vater schon tot war. Tot ist nicht nur Paul Anlauf, sondern auch sein Kollege Franz Lenk. Beide erschossen vor dem Eingang des Kino Babylon. Auch ein unbeteiligter Passant ist im Kugelhagel gestorben und ein weiterer Polizist schwer verletzt. Der Trauerzug für die beiden Polizeihauptleute führt über den Bülowplatz. Die 11-jährige Tochter wird durch die Tat zur Waise. Nur 2 Wochen vorher war ihre Mutter gestorben. Wir gehen ja durch die Zeitung, Anlauf und Lenk. Und dass ein großer Drehzerrat war und dass allgemein die Meinung verbreitet wurde, das können ja die Kommunisten gewesen sein. Ich weiß es nur vom Hörensagen und es wird wohl auch so gewesen sein, dass es einen unterirdischen Gang zum Karl-Liebknecht-Haus gab und die Leute türmen konnten, wenn eben dicke Luft war. Ein Geheimgang konnte bis heute nicht gefunden werden, aber Tatverdächtige werden nach und nach gefasst. Allerdings sind es nur die Kleinen. Junge Arbeiter und ältere Arbeitslose, die Schmiere standen und die Polizisten auskundschafteten. 3 von ihnen werden 1934 zum Tode verurteilt. Von den eigentlichen Todesschützen kennt man nur die Namen. Flüchtig sind laut Polizeiakte Erich Ziemer, Erich Mielke und als Anstifter ein gewisser Walter Ulbricht. Noch Jahrzehnte später wird der Mord vom Bülowplatz Schlagzeilen liefern. In der Weimarer Republik ist er ein Fall, der zeigt, wie sich rund um den Bülowplatz die Kriminelle mit der politischen Szene vermischt. Spuren hinterlässt das auch in der Führungsetage der KPD. Karl von Ossietzky schreibt über das Karl-Liebknecht-Haus: Wer dieses Hauptquartier der deutschen Revolution betritt, begibt sich damit in die ehrwürdige Sphäre des Detektivromans. Das ganze Haus ist in seiner Verwinklung ein wahres Labyrinth. Es gibt Türen ohne Klinken, die mit einem Griff unter dem Tisch geöffnet werden. Den meisten, die in dem Parteihaus arbeiten, sieht man an, dass sie an einer Art belagerten Psychose kranken. Die Wahnvorstellung hat konkrete Ursachen. Immer öfter marschieren vor dem Karl-Liebknecht-Haus die Nazis auf. Für sie hält die Gegend um die Volksbühne gleich 3 Feindbilder bereit: Ganoven, Kommunisten und Juden. Musik.
Am 30. Januar 1933 kommt Adolf Hitler an die Macht. Gut zwei Wochen danach besetzen SA-Leute und Polizisten das Karl-Liebknecht-Haus. Sie durchsuchen die Räume, beschlagnahmen Dokumente und Unterlagen. Ende Februar 1933 wird das Gebäude zugunsten des preußischen Staates enteignet. Die politische Polizei vernimmt hier Kommunisten. Die Gestapo nutzt den Keller als Folterstätte. Das Haus benennen die Nazis nach Horst Wessel. Auch der Bülowplatz bekommt den Namen des SA-Sturmführers. Er war 3 Jahre zuvor eine Ecke weiter erschossen worden. Weil der Täter Kommunist war, stilisierten die Nazis Horst Wessel zum Märtyrer. Das Horst-Wessel-Lied wird zur 2. deutschen Nationalhymne. Die ehemalige Hochburg kommunistischer Zersetzung wird jetzt zu einem Sitz aufbauender Verwaltungsarbeit. Ministerpräsident Göring übergibt dem Finanzminister Popitz das neu gestaltete Haus. Naja, also wir waren ja damals noch so ein bisschen irgendwie, ich bin ja auch ins Jungvolk gekommen, 1933 schon, nicht? Also nach der Machtübernahme, ich habe ja hier noch Aufnahmen aus der Kaserne, ich in Jungvolk-Uniform, nicht? Man war natürlich nur so ein bisschen irgendwie da, nicht? Der Umsturz, man hat natürlich sich bisschen mehr erhofft davon, nicht? Man wusste ja nicht, wie sich das alles entwickelt. Aber zuerst, nicht, war ich einfach sehr angetan, nicht? Wer hat das nicht gerne, zu meiner Jugend, ja, mit Uniform zu gehen, mit Schulterriemen, mit Koppel, ja, oder mit Trommeln und Querflöten. Aber das war ja alles für Juden verboten. Dann plötzlich kann ich mich erinnern, dass eines Tages ein Fackelzug war. So öffne ich das Fenster und lehnte mich aus dem Fenster und meine Großmutter war dabei. Und da hörte ich da den großen Aufmarsch und ich hörte auch singen. Und der Gesang kam näher und näher und dann hörte ich die ersten Worte. Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht's noch mal so gut. Und wie meine Großmutter das gehört hat, dass sie schnell weg vom Fenster, schnell weg vom Fenster, Gardinen zugezogen. Und zu mir wandte sie sich und sagte, Jürgen, vergiss dies nie. Dies sind deine Feinde. Damit hat im Grunde genommen meine Kindheit aufgehört. Ich war 8 Jahre alt. Deutsche Volksgenossen, das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdeten Gegend Berlins. Und zwar in der Gegend, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war. In der Münz- und Grenadierstraße. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Herr Kommissar, warum ist dieser Mann hier festgenommen, auf diesem Wagen hier? Einen Moment, ich kann das nicht so übersehen. Ich werde mir mal seinen Pass geben lassen. Ja. Haben Sie keinen Pass da? Zu verlängern. Wie? Ich habe ihn gegeben zu verlängern. Wann haben Sie den Pass zum Verlängern gegeben? Am Freitag. Freitag? Ja. So, dann haben Sie da nicht eine Bescheinigung bekommen? Nein, weil die Nummer habe ich nicht kennengelernt. Ich habe bloß eine Nummer bekommen. Ich wohne 36. Wo ist denn die Eine Nummer zu Hause habe ich sie. Ach so, den müssen Sie aber bei sich tragen. Ich habe sie. Damit Sie in der Lage sind, sich auszuweisen. Ja, ich wohne 36. Haben Sie denn gar keine Ausweispapiere bei sich? Nein, ich wohne doch hier ins Kirchplatz. Na, dann werden hier. Wir das auf dem Polizeipräsidium feststellen, ne? Ja. Razzien gegen Juden, die zum Teil schon Jahrzehnte im Scheunenviertel leben, sind nur der Anfang. Nach und nach verlieren Juden alle Bürgerrechte. Sie dürfen nicht mehr wählen, nicht mehr ins Kino oder Theater gehen. Ganze Straßenzüge sind für sie tabu. Und als die sogenannte Kristallnacht kam, da, wie ich nach Hause kam, war alles also durcheinander in diesen jüdischen Geschäften. Die haben da also
Tabula rasa gemacht, alles kaputt geschlagen, alles rausgeworfen und Prügel gab's. Und also ich weiß, ich bin den Weg weinend von der Schule aus Charlottenburg bis nach Hause gefahren. Meine Eltern hatten auch nicht genug Geld, um eine Fahrkarte ins Ausland zu kaufen. Das ist auch eine wichtige Sache. Diejenigen Juden, die reich waren, konnten Deutschland verlassen. Bei uns im Haus oben im dritten Stock wohnte Vater Fichtelberg, auch ein Jude. Der hatte eine Tochter, der hat seine Tochter rechtzeitig rausgebracht. Aber ihn selber haben sie natürlich geholt. Er ist nie wieder aufgekreuzt. Nicht? Wie es auch so war, dass also in der Nazi-Zeit nachher früh morgens um 5 Uhr gekloppt wurde und die Leute rausgeholt worden sind, auf die Lastwagen geladen worden sind, ihnen die Bärte entweder, wenn sie Glück hatten, abgeschnitten wurden oder ausgerissen. Die Leute verschwanden und kamen nie wieder. Wenn einer mir heute sagt, wir wissen davon nichts, dann sage ich, das kann nicht stimmen. Denn das hat sich doch rumgesprochen. Das ist doch ganz klar, die Leute sind ja nie wieder aufgetaucht. Wo sind sie denn geblieben? Der Horst-Wessel-Platz gilt nun als Symbol für ein sauberes Berlin. Neue Wohnhäuser sind gebaut und serienmäßig mit Luftschutzkellern ausgestattet. Auf den Freiflächen neben der Volksbühne entsteht ein Ehrenhain für die Gefallenen der nationalsozialistischen Bewegung. Andenken aller unserer gefallenen Kameraden widmen wir ein stilles Gedenken. Schon 1934 wird am Platz ein Denkmal für die beiden erschossenen Polizisten eingeweiht. Die Polizei damals ist zum Ergebnis gekommen, für alle eben auch mal ein Denkmal aufzustellen. Und da es ja nun gerade die Gegend war, die am schwierigsten war und zwei Offiziere da eben ihr Leben lassen mussten, hat man da das Denkmal eben errichtet. 1943 wohl hat man die Bronzefiguren abgemacht, weil man sie für Kanonen gebraucht hat. Und hat den Sockel aber stehen lassen. War ja nun eben auch nachher mit Leib und Seele Soldat und bin also auch also als Kreta fiel damals. Da wollte ich mich sogar freiwillig melden. Meine Großmutter kam nach Theresienstadt, eine alte Frau schon. Nach 3 Monaten ist sie verstorben. Meine Eltern kamen nach Auschwitz und wurden gleich vergast. Bei dem schweren Angriff auf Berlin im November ging denn unser Haus in Grund und Boden. Gleichzeitig von oben und von unten Brandbomben und Stabbomben und was alles zur Verfügung stand. Wir haben da alles verloren, da blieb nichts. Am Kriegsende ist die Berliner Innenstadt fast völlig zerstört. Von den etwa 4,5 Millionen Berlinern, die vor dem Krieg hier lebten, ist ein Drittel nicht mehr in der Stadt. Auch der Platz an der Volksbühne ist schwer zerstört. Die Wohnbauten aus den 20er Jahren sind von Bomben getroffen. Die Volksbühne ist noch kurz vor Kriegsende ausgebrannt. Die Straße nachher, habe ich gedacht, nein. Hier ist nichts mehr.
alles weg. Alles weg. Ne? Wie ich befreit wurde in Mauthausen, Österreich, da hat man gar nicht daran gedacht, zurückzugehen nach Deutschland. Ja? Wollte gleich nach Palästina. Und habe auch niemals daran gedacht, an die Vergangenheit irgendwas, Freunde zu suchen oder Familie. Ich habe immer angenommen, was auch gestimmt hat, dass alle nicht mehr leben. In Berlin gibt es weder Strom noch Gas. Wasser kommt nur noch in manchen Außenbezirken aus den Leitungen. Zeitungen, Rundfunk, Telefone und Post funktionieren nicht mehr. Trümmerfrauen prägen das Bild von Berlin. Neuer Herr im Ostteil der Stadt ist die sowjetische Militäradministration. Der Platz an der Volksbühne fällt in ihr Einflussgebiet. Sie weist dem Horst-Wessel-Platz den neuen Namen Liebknecht zu. Auch die Kaiser-Wilhelm-Straße heißt nun nach dem Gründer der KPD. Im Kino Babylon läuft schon 2,5 Wochen nach Kriegsende ein russischer Kinderfilm. Ohne Untertitel. Dennoch wird er mit regem Interesse verfolgt. Und noch jemand kommt aus Moskau zurück nach Berlin. 1947 entdeckte die Staatsanwaltschaft in Berlin, dass gegen Milja noch ein Haftbefehl besteht. Milja war inzwischen aufgestiegen zum Vizepräsidenten der Zentralverwaltung für Inneres in der damaligen sowjetischen Besatzungszone. Und man hat tatsächlich versucht, diesen Haftbefehl zu verstrecken. Dazu bedurfte es aber der Einwilligung des sowjetischen Verbindungsoffiziers beim Polizeipräsidenten. Na, wie man sich denken kann, die Einwilligung wurde nicht gegeben. Sie hatte im Gegenteil zur Folge, dass jetzt die Militärkommandantur die Akten anforderte. Sie wurden übersandt und trotz mehrfachen Bittens um Rückgabe wurden sie nicht zurückgegeben. Und nunmehr trat wieder eine Pause ein. Erich Mielke bringt es in der DDR bis zum Minister für Staatssicherheit. Auch sein alter Kamerad aus dem Karl-Liebknecht-Haus macht Karriere in der DDR. Walter Ulbricht wird Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und damit Regierungschef der DDR. Bis 1956 sitzt er mit der SED-Parteiführung in einem Haus direkt hinter dem neuen Liebknechtplatz. In einem Gebäude, das kurz zuvor noch Sitz der Hitlerjugend war und davor auch mal das jüdische Kaufhaus Jonas. Nur wenige Meter davon entfernt wird der von den Nazis in den letzten Kriegstagen gesprengte ehemalige Sitz der Kommunisten wieder aufgebaut. Das Horst-Wessel-Haus wird in Karl-Liebknecht-Haus zurückbenannt. An der Fassade hängt nun das Idol der neuen Zeit. Ende der 40er Jahre koordiniert Berlin den Wiederaufbau mit einem neuen Programm. Der Platz an der Volksbühne wird einer der 5 Schwerpunkte im Ostteil der Stadt. Jeder, der in den renovierten Wohnbauten unterkommt, ist glücklich. Ich kriegte dann die Wohnung hier, bin hier rein. Die Wohnung fand ich schon gut, ja. Die fand ich gut. Na ja, man hatte Heizung gehabt, nicht alles so. Das war Warmwasser, Heizung. Und auch schon in 15 Jahren, ich meine, das war schon mehr. In der ganzen Sippschaft, Verwandtschaft, da war man schon angesehen als... Ja, und hier runter dann, ja, andererseits, da war das Mittenviertel schon, da ging das Mulakstraße, das war alles noch voll. In den Kellerwohnungen und alles, da war abends noch ein bisschen Trubel hier immer. Auch die Volksbühne erregt Aufmerksamkeit. Nach dem Wiederaufbau gilt sie als schönstes Theater der Deutschen Demokratischen Republik. Das Babylon-Kino ist das einzig funktionstüchtige Großkino im Osten Berlins. Hier gehen auch Walter Ulbricht und seine Frau Lotte zu Filmpremieren. Als Anwohner hat man entscheidende Vorteile.
Und im Sommer schön, Fenster hinten auf, abends im Bett liegen oder sich hinlegen und dann hast du nochmal den ganzen Film, die Musik und das gehört. Und den Vorführer, den kannte ich gut, mit dem war ich sehr freundschaftlich verbunden. Mein Kumpel hat versucht, ein Bild mir im Schlafzimmer an der Wand zu projizieren vom Film, über Spiegel und mit dem Prisma und so weiter. Haben wir versucht, es war nicht sehr besonders, aber es ging nicht. Da hat man zur Musik auch noch ein bisschen was von Bildern gesehen. Die Geschichte vom kleinen Muck erlebte im Berliner Babylon ihre Premiere. Ganz unorientalisch trat der Regisseur des Films, Nationalpreisträger Wolfgang Staudte, mit seinem Kameramann Baberske auf. In seiner Gesellschaft befand sich der kleine Muck, zur Premiere in Zivil. In das Kino sind wir nie gegangen, trotzdem das Kino ja persönlich damit nichts zu tun hatte. Man hat dann innerlich einen Abscheu dagegen, um da vorbeizugehen und zu sagen, hier ist dein Vater umgefallen und war tot. Denkt man heute am Tag des 1. Mai an das, was hier war, an den Mai 29 und 30. Und drüben das Karl-Liebknecht-Haus, heute und einst. An dieser Ecke unserer Straße standen die Menschen und sahen die Hungerdemonstrationen vor über 30 Jahren. Und das ist heute. Kampfgruppen unserer Betriebe. Sie schützen, was wir schufen. Da hatten sie mal für den Aufmarsch, für den Militär, die Panzer hier, da sind die immer gefahren. Und das haben sie aber eingestellt, weil das hat zu viel Schaden angerichtet. Ja. Die Straßen, so berühmt waren sie halt auch nicht, aber nur noch Panzer da drauf. Das war nicht schön. ...1961 richtet die DDR ihre Militärpräsenz nur noch auf ein Ziel, die Staatsgrenze. Am 13. August regeln Kampfgruppen Ost-Berlin vom Westteil der Stadt ab. Der Mauerbau beginnt. Eine große friedliche Offensive, eine großartige Arbeit ist in vollem Gange. Wie jedes Bauvorhaben, so hat auch dieses großartige Bauunternehmen einen Bauherrn. Und das sind Sie. Der Bauherr für den Aufbau unserer Hauptstadt. Das ist die Berliner Bevölkerung und vielleicht etwas weiter gesteckt sogar die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik. Niemand weiß, wie alt dieses Haus ist, eigentlich, in dem wir im Augenblick hier stehen. Aber eins wissen wir alle zusammen, die wir jetzt hier arbeiten, genau. Dieses Haus wird keine 10 Minuten mehr stehen. Anfang der 60er Jahre beginnt die DDR, das Stadtzentrum der Hauptstadt umzugestalten. Auch für das Karree um die Volksbühne hat das Konsequenzen. Die Verlängerung der Straße unter den Linden, die bisher bis zur Volksbühne führte, wird verlegt. Die alten Häuser werden abgerissen und der Straßenverlauf geändert. Den Namen Liebknechtstraße trägt nun die neu geschaffene und viel breitere Nachbarstraße. Die Wiese vor der Volksbühne wird in Rosa-Luxemburg-Platz umbenannt. Auch die Straße, die zur Volksbühne führt, heißt nun nach der 1919 ermordeten Kommunistin. Das war in Berlin auf beiden Seiten so, dass das Alte nicht viel galt. Und es ein Zeichen für beginnenden Wohlstand und dafür, dass es aufwärts geht, ist, wenn was Neues anstelle der bröckligen Ruinen gesetzt wird. Damals waren wir schon der Meinung, große, moderne,
Bauten in einem klaren, funktionalen Stil und nach Möglichkeit mindestens 20 Geschosse hoch. Die sind das Richtige. So wie ich mir damals das Leben in der Zukunft vorstellte. Das neue Stadtzentrum schafft es bis an den Rosa-Luxemburg-Platz. Dort, wo zuvor die Reste der Polizeikaserne standen, wehen nun DDR-Fahnen auf dem Berliner Verlag. Der Rosa-Luxemburg-Platz selbst bleibt vom Abrisswahn verschont. Aber auf der anderen Seite warten die Reste des alten Scheunenviertels auf den weiteren Ausbau der Innenstadt. Hergezogen bin ich 1971 im August. Ohne die Ahnung, was das hier eigentlich ist, ja, was es für ein Ruf. Das kriegt man ja erst mit, wenn man dann hier richtig drin ist. Wir haben nur versucht, eine Wohnung zu finden für die Familie eben. Ne? Und dann sind wir hier gelandet. Und der Ruf, naja, wir haben es ja gemerkt, es wohnt ja kaum einer hier. Ne? Die Häuser waren alle alt und verfallen. Manche hatten Außentoiletten, die meisten. Naja, und hier wohnte nur, naja, wer nichts Besseres gefunden hatte. Ne? Und deswegen hieß es jedes Mal, wenn man irgendwas brauchte und irgendwas kaputt war, hieß es immer, nee, also das wird ja abgerissen. Das steckt man nicht mehr rein. Priorität hat vielmehr die Völkerfreundschaft. 1973 finden die Weltfestspiele statt. Die sozialistische Welt ist zu Gast in Berlin. Der Rosa-Luxemburg-Platz wird zur Konzertarena. Und dort war laufend was los. Ja. Es war eine solche Atmosphäre. Es war so, wir waren jeden Tag da. Ja. Bis nachts, ja, weil einfach Leben war auf dem Platz. Das war schöner als woanders, weil das eben einfach ein Platz war, der überschaubar war. Und die Leute fühlten sich auch alle einbezogen, ja, ringsherum. Es war keiner, der sein Fenster zulief. Es gehörte auch zu den Vorzügen, dass bei solchen Ereignissen ich vom Balkon aus an dem ganzen Geschehen teilnehmen konnte. Dann freilich auch Gastgeber sein musste für alle, die nie mal auf die Toilette mussten oder was essen und trinken wollten. Also wenn man an seinem Ort wohnt, hat man auch ordentlich Besucher. Zur guten Laune trägt auch die Volksbühne bei. Und 1969 wird Benno Besson Intendant. Er gilt als innovativster Theatermann der DDR und zeigt seine Stücke auch in den Gängen und vor dem Haus. Der Schauspieler Rolf Ludwig sorgt dafür, dass man im Theater auch lachen kann. Da haben die Straßentheater gemacht, da vorne, da haben die gespielt. Ja, von Molière, der Geizige, der eingebildete Kranke oder so. Also das sind Dinge, an die ich mich so furchtbar gerne noch immer erinnere. Das war wunderbar, war das, ja. Vergeblich erinnern Genossen an die Zeiten, als der Ort noch Schauplatz heftiger Auseinandersetzungen war. Heute vor 50 Jahren grüßten an dieser Stelle unserer heutigen Kundgebung tausende Kämpfer gegen den Hitlerfaschismus unseren unvergesslichen Ernst Thälmann mit dem Kampfruf der Arbeiterklasse. Die großen Ideale der alten Kämpfer erreichen die Menschen nicht mehr. Die DDR ist hohl geworden. Die alten Häuser im Scheunenviertel warten auf ihre Sprengung. Die Löcher fürs Dynamit sind schon gebohrt. Aber dann geschieht etwas Unerwartetes. Im Sommer 1989 kehren die DDR-Bürger zu Tausenden ihrem Land den Rücken und flüchten über die ungarischen Grenzen in den Westen. Am 9. November fällt die Mauer in Berlin. Deutschland ist im Freudentaumel. Die DDR-Bürger bekommen ein neues Selbstbewusstsein. Bürgerinitiativen entstehen. Jeder diskutiert. Das Lieblingswort jener Zeit heißt Dialog. Es ist ein Jahr vergangen. Inzwischen ist der Abriss begonnen worden, ohne dass die Bürger des Gebietes irgendeine Mitwirkung hatten. Die Bürgerinitiative zur Rettung des Scheunenviertels schafft ein Bewusstsein für den historischen Ort. Der Abriss wird gestoppt. Die alten Häuser bleiben stehen. Das Gebiet zwischen Volksbühne und Friedrichstraße, mitten im neuen Berlin gelegen, wird für viele interessant. Und mit einem Mal wohnten überall in diesen Buden, in Hütten, ja, wo also kaum ein Fenster drin war, wohnten junge Leute und dann war hier ein Remi-Demi und es wurde richtig keine Hausbesitzer, das haben sie also gar nicht nötig gehabt. Aber die waren überall drin und haben sich dann eben ganz schnell sachkundig gemacht, wie was gehen kann. Aus der verrufenen Gegend wird plötzlich das angesagteste Viertel Berlins. Künstler ziehen in die Abrisshäuser, illegale Clubs eröffnen in Kellern und Hinterhöfen. Das Scheunenviertel wird zum Symbol für das neue Berlin.
berühmt für seine Avantgarde, berüchtigt für seine Vergangenheit. Mit dem Ort befasst sich auch die Nachfolgepartei der SED. Nach ihrem Bedeutungsverlust suchen die Genossen einen kleineren Parteisitz und erinnern sich an das alte KPD-Haus am Rosa-Luxemburg-Platz. Also ich weiß nicht mehr, wer auf die Idee gekommen ist. Ich weiß nur, dass ich es nicht war, weil ich davon auch zu wenig Kenntnisse hatte. Aber dass mir die Idee gut gefiel, weil bei diesem Gebäude war es am wahrscheinlichsten, dass niemand die Eigentumsfrage bestreitet. Bringt ja auch nicht, wenn du irgendwo hinziehst, wo du dann wieder raus musst. Und es sprach von der Größe her dafür, dass wir dieses Haus erst einigermaßen auslasten können, dann sogar noch ein bisschen was untervermieten können. Denn wenn ich mich recht entsinne, sind wir von 4.000 Beschäftigte so auf 50, 60 runter. Also dem musste er dann auch irgendwie Rechnung tragen. So bewirkt ein Grundbucheintrag der Kommunisten von 1926, dass die PDS im Mai 1990 rechtmäßig in das Karl-Liebknecht-Haus ziehen kann. Noch ein anderes aktenkundiges Ereignis aus der Weimarer Republik wird mit der deutschen Einheit wieder interessant. Es geht um den Doppelmord aus dem Jahre 1931. Kaum einer hätte sich dafür noch interessiert, ginge es hier nicht um einen berühmten Mann. Ausgerechnet im Panzerschrank des ehemaligen Ministers für Staatssicherheit werden die Akten gefunden, die die Staatsanwaltschaft Berlin seit 1947 vermisste. Erich Mielke persönlich hatte sie all die Jahrzehnte aufbewahrt. Ja, und nun sozusagen nahm die Gerechtigkeit in Bezug auf Mielke ihren weiteren Gang. Das Verfahren war ja noch anhängig beim Landgericht Berlin. Nunmehr war zuständig für den Buchstaben M die Strafkammer 23, deren Vorsitzender ich damals war. Und wir hatten jetzt die Aufgabe, über 60 Jahre nach dem Geschehen das Verfahren gegen Herrn Mielke durchzuführen. Erich Mielke ist 84 Jahre alt, als im März 1992 der Prozess gegen ihn beginnt. Vor Gericht sagt er kein einziges Wort. Weil alle Zeugen nicht mehr leben, sind die Vernehmungsprotokolle aus dem Panzerschrank die einzigen Quellen, die dem Gericht zur Verfügung stehen. Mit dabei ist auch eine umfangreiche Lichtbildermappe mit Tatortfotos. Auf einem der Bilder ist das Fenster zu sehen, hinter dem Erich Mielke den Polizisten auflauerte. Auch der Tathergang vor dem Kino Babylon und die Schüsse auf die Hauptleute sind genau dokumentiert. Hätte Mielke die Akten nicht in seinem Panzerschrank aufbewahrt, hätten wir den Prozess nicht führen können. Der Presserummel ist gewaltig. Viele Menschen sind empört, dass Mielke nicht wegen seiner unmenschlichen Spitzelpolitik, sondern wegen des Doppelmords aus seiner Jugendzeit vor dem Richter steht. Dora Zimmermann erlebt als Nebenklägerin, wie Mielke 62 Jahre nach dem Mord an ihrem Vater zu 6 Jahren Haft verurteilt wird. Gesagt habe ich nichts. Aber innerlich habe ich natürlich gedacht, eigentlich ist es auch gut weggekommen mit 6 Jahren. Als der wohl längste Fall der deutschen Rechtsgeschichte 1993 zu Ende geht, hat der Platz an der Volksbühne längst eine neue Bestimmung. Mit Frank Castorf als Intendant erobert 1992 auch ein junges Publikum die Volksbühne. Erlebnishungrige und Nachtschwärmer. Der ehrwürdige Theaterbau wird zur Experimentierbühne und zum Tanzpalast. Zugleich gilt die Volksbühne unter Castorf als eines der aufregendsten deutschsprachigen Theater. Auch das Kino Babylon lockt nach aufwendiger Sanierung das Publikum zu Filmvorführungen. Hinter der versenkbaren CinemaScope-Leinwand ist das alte Kinoantlitz noch erhalten. An manchen Abenden wird es sichtbar. Dann, wenn Filme gezeigt werden aus einer Zeit, als die Bilder noch stumm waren und die dramatischen Szenen draußen auf dem Platz abliefen. Jürgen Löwenstein lebt heute im Kibbutz in Israel. Immer wenn er zu Besuch ist in Berlin, kommt er an den Ort seiner Kindheit, ins alte Scheunenviertel, an den heutigen Rosa-Luxemburg-Platz. Sein Elternhaus steht nicht mehr, seine Freunde und seine Familie sind tot. Dort, wo er mit seinen Eltern einst wohnte, erinnern Stolpersteine an sie,
die wie andere jüdische Bewohner von hier in Konzentrationslager gebracht wurden und nicht zurückkehrten. In Zukunft werden rund um die Volksbühne neben den Stolpersteinen auch Sätze von Rosa Luxemburg zu lesen sein. Sie sollen an die Frau erinnern, deren Namen der Platz nun am längsten trägt. 100 Zitate der Kommunistin werden auf meterlangen Granitplatten den Platz kreuzen. Weithin sichtbar aber bleibt das Logo der Volksbühne. Ein großes Rad auf Füßen. Es ist ein altes Räuberzeichen und heißt: Vor Überfällen wird gewarnt.